Hallo, ihr Lieben. Heute haben wir das Thema Träume. Wir alle träumen, wenn wir schlafen. Und oftmals wollen wir wissen, was der Traum zu bedeuten hat. Denn wir wissen, dass uns die Träume manchmal etwas sagen wollen. Aber die meisten von uns können den Traum nicht deuten. Seit Tausenden von Jahren forschen Wissenschaftler nach den Ursachen der Träume. Das erste Traumbuch entstand 1300 vor Christi und enthielt schon 200 Deutungen. Allerdings dachte man zu dieser Zeit, dass Träume Botschaften der Götter sind. Im Christentum war man der Überzeugung, dass Träume von Gott gesandt wurden. Liest man in der Bibel, wird man viele solche Beispiele erkennen. Noch heute gibt es unterschiedliche Meinungen über die Traumdeutung. Alfred Maury erforschte im 19. Jahrhundert den Zusammenhang der äußeren Reize und der Träume. Doch der wahre Pionier war Sigmund Freud, ein anerkannter Psychoanalytiker. Er vertrat die Ansicht, dass gerade in einem Traum geheime Wünsche ausgelebt und ausgedrückt werden. Oft hat das auch einen sexuellen Hintergrund. Traumdeutungen berufen sich auf wissenschaftlichen, fundierten Erkenntnissen. Träume sind sehr komplex und speziell auf den träumenden Menschen bezogen. Sie können aufregend und faszinierend sein, aber auch Ängste bringen. Doch hat man es nicht in seinen Träumen mit den eigenen Wünschen, Konflikten, Erfahrungen und Hoffnungen zu tun? Sie befinden sich in unserem Unterbewusstsein und leben im Schlaf der Nacht weiter. Traumdeutungen sind so alt wie die Menschheit selbst und prinzipiell dauerhaft zutreffend. Sie sind kein Hokuspokus, sondern sind Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen. Es gab und gibt auch heutzutage sicherlich noch viele Kritiker, die die Traumdeutung in Frage stellen und verneinen. Fassen wir zusammen. Träume sind vielseitig, aufregend und unterhaltsam. Sie können aber auch Hoffnung und Spaß bringen, aber auch Ängste. Man kann sie nicht kontrollieren oder beeinflussen. Es sind eure eigenen Geschichten und das Unterbewusstsein führt Regie in deinem Traum. Wenn ihr den Traum deuten wollt, dann solltet ihr einen Block und Stift auf dem Nachttisch bereithalten, um den Traum, wenn ihr aufgewacht seid, sofort aufschreiben zu können. So vergesst ihr ihn nicht und könnt ihn dann später deuten. Könnt ihr den Traum nicht deuten, dann ruft mich einfach an. Ich deute eure Träume. Ich wünsche euch schöne Träume, wenn ihr schlaft, damit ihr entspannt und kraftvoll in den neuen Tag gehen könnt. Herzlichst, eure Diria.